Hallihallo, da bin ich wieder. Wir sind hier auf dem Weg zu Sabal, um ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Hoffe ich jedenfalls. Aber wer weiß schon, was uns da erwartet für eine Mission. Am Ende ist eh nur wieder irgendwas ganz Langweiliges. So wie hier. Ja, wie einer hat überlebt, sogar der direkt vorne dran stand. So, erledigt. Hab jetzt keine Lust, mich da Ewigkeiten mit denen rumzuprügeln. Elefant, darauf habe ich gewartet. Aber hier ist Loot. Und Loot hat immer Vorrang. Eine Maxi-Binde. Man weiß nie, wenn man sie mal braucht. Und ich kann ich den mit auf die Mission nehmen. Jetzt, wo ich endlich Elefantenreiter habe. Beziehungsweise, wie weit ist es eigentlich noch, bis wir den nächsten Fähigkeitspunkt kriegen? Tod von oben, Tod von unten. Was haben wir hier? Ketten-Takedown. Schalte mehrere Gegner hintereinander mit Takedowns aus. Starte einen Takedown mit 4 der Maustaste. Und bewege dann WASD wie angezeigt. Okay. Körperpanzer sind nun viel effektiver beim Absorbieren von Schäden. Das klingt auch sehr nice. Da müssen wir aber erstmal das freischalten. Achso, beim Sprinten nachladen wollte ich unbedingt mal holen. Allzeit bereit, Waffenwechsel und Zielen mit blablabla geht jetzt viel schneller. Und das Ziel im Auge, Faustwaffen und Präzisionsgewehre können nun beim Zielen mit blablabla nachgeladen werden. Verbessert die Treffsicherheit. Was haben wir denn hier? Okay. Was sage ich, die bewaffneten Escort auf Mission hier? Wo finde ich die? Sammelbares. Muss hier oben irgendwo eher sein. Longinus hat 4 Missionen. Yogi und Reggie auch 4. Shangri-La. Kampagnenmission sind wir schon bei 9 von 32. Haben wir also schon fast ein Drittel. Heieiei. Dann geht's ja doch recht schnell eigentlich, Far Cry durchzuspielen. Relativ, sage ich mal. So, bitte hier warten, Herr Taxifahrer. Da. Wunderkerzen, dafür hat sich das gelohnt. Ich hab gesagt, hier warten. Hier. Stirb. Noch 6 bis zur nächsten Belohnung. Yeah. Da ist er ja, unser Kumpel. Hey, jetzt. Wo rennst du hin? Besuche Rabbi Rairana für Propagandazentrum-Aufgaben. Okay. Auf jeden Fall sehr mysteriös. Sabal hat scheinbar Angst vor uns. Egal. Sabal. Waren die Infos aus dem Lager das wert? Hast du es überhaupt gelesen? Weil ich habe hier ein paar Daten für dich. Und die sind handfest. 9 meiner Männer sind tot. Gute Männer, die du sterben ließ. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Es gab nur diese Möglichkeit. Dein Vater hätte es auch getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor er starb und alles den Bach runterging. Amita versteht das nicht. Sie verfolgt nur ihre eigenen Ziele. Sie ist hinterlistig, sie ist subversiv und sie opfert ständig Leben. Deshalb sprang ich in die Bresche. Ich tat es, weil ich deinen Vater kannte und seine Vision respektierte.
Du musst begreifen, was ihn antrieb. Was uns antreibt. Du musst zum Kloster gehen. Bilde dich weiter, AJ. Okay, nein, ich hab's nicht gelesen. Ich geb's ja zu. Ich hab einfach so die Freunde von uns hier abschlachten lassen. Erreiche das Chaljama-Kloster. Okay. Elefant, du bist weg. So, Mist. Lecker. Au, au, au. Jawohl, dafür eine Spritze verbraucht. Hätte ich lieber gelassen. Naja. Da will man sich mal hier mit so einer Lady wie Amita hier... Oh. Sag mir, AJ, wem drückst du bisher die Daumen? Bist du in Amitas Honigtöpfchen gefallen oder haben dich zerbalzweilende Locken in den Bann gezogen? Hey, jedem das Seine. Du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist er ja nicht, trotz der Schlussfolgerung, die einige aus meiner äußeren Erscheinung ziehen. Aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem anderen Team. Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. Ah ja, und da ist was Lustiges. Können wir den irgendwie noch schnell abfangen? Hab wenigstens ein bisschen Erfahrung. Truck zerstört, XP und Rupien erhalten, alles klar. Besser als hier kapern zu müssen. Wäre nur wieder ein riesen Umweg gewesen. So. Und. Was sind die? Hey, hier gibt's ein Poster. Der Truck, den du zerstört hast, soll ein neues Zeitalter für Kyrat einläuten. Jo. Warum gibt's jetzt hier schon wieder so eine Spezialmarkierung? Jetzt haben wir hier schon wieder Stress mit den Leuten. Sind da Verbündete oder nur Feinde? Sieht nach nur Feinden aus. Dann machen wir das so. Genau, es gibt kein Entkommen. Also lass es. Stirb gleich. Kamerakness Attentat. Plündere den Lieutenant. Alles klar. Dann plündern wir ihn mal kurz. Hi, Kollege. Der ist ein bisschen sehr gepanzert, aber stirbt trotzdem. Alles klar. Jetzt schön Leichen begrapschen. Mein liebstes Hobby am Abend. So. Hundemarke erhalten und weiter geht's. Ich hoffe mal, wir haben jetzt hier irgendwie was Reitbares oder Fahrbares. Sieht aber schlecht aus. Ich hab's in die Luft gejagt. Da ist was. Und da ist Loot. Ach, er hat mich da jetzt schon wieder geblickt. Genau, ergebt euch sofort. Jetzt will ich aber endlich mal ins Kloster. Meine Güte, wie viele Leute man töten muss, nur um in ein Kloster zu kommen. So, wo ist der Feind in Sicht? Hey, da ist irgendein Spezialgegend. Die Armee fühlt sich langsam in der Zange, AJ. Zerstör weiter ihre Trucks. Kappe ihnen den Nachschub, wie sie es mit uns getan haben. Okay, da muss man irgendwie einen Höhleneingang hier oder so haben. Ein Überschlag mit dem Quadbike, halb so wild. Ja, du brauchst Hilfe, ich weiß. Hier hast du Hilfe. Aber jetzt will ich hier ganz schnell nochmal plündern gehen.
Hey, hier kann man drehen. Sieht nach einem schönen Altar aus, dann ist ja gut, dass ich hier alles plünde. Hey, hier sind Pflanzen. So. Und dann kann die Pilgerfahrt von uns hier weitergehen, die friedliche. Er ist tot, das kann wohl sein. Ist der betrunken oder warum hält er die Arme so? Hab ich jetzt Explosivpfeil oder was? Oder war das jemand mit einem... Ach, shit. Geht doch. Apropos, ich glaube, ich hatte einen... Ja. Dann wollte ich beim Sprinten nachladen mir mal holen. Beziehungsweise Fokusspritze. Überlebensspritze 2 war noch recht cool. Was gibt's denn hier? Wirkungsdauerboosts. Naja. Also ich glaube, jetzt gehe ich erstmal auf Tige. Und müssen wir daneben hochklettern oder fahren? Ich wäre ja erstmal für fahren. Also ich... Ui, das Gefährt sieht ja lustig aus. So lustig, da ich gar nicht in Worte fassen konnte erstmal. Au. Müssen wir hier entlang? Karma-Ereignis da vorne. Töte die Wache oder und oder rette die Geisel. Bevorzugt beides. Ach, der ist hier so. Vielleicht können wir da einfach einen Takedown machen von hinten und gut ist. Und zwar so. Hi. Bitteschön. Dann wärst du hingerichtet worden wahrscheinlich, Freundchen. Der ist so schön hier direkt da. Am Ende müssen wir dann sowieso wieder mit Sabal reden. Das kenne ich doch. Können wir hier noch irgendwas... Tot von unten? Können wir wahrscheinlich nicht, weil genau. Bewegliches Ziel, was gibt's denn da? Freizeit... Nee, das brauche ich jetzt weniger. Ich ziele eigentlich fast immer. Der Kugelschwamm wäre doch eigentlich ziemlich cool. Also hole ich erstmal hier. Das Radio sagt, es sei so oder so. Aber meine Augen sehen das Gegenteil. Genau. Was man hier für einen riesen Pilgerweg auf sich nehmen muss, nur mal in so ein Kloster zu kommen. Hey, hey. Es brennt denn da oben. Ein Licht. Aha. Und hier gibt es schon wieder irgendwas. Bannerschurs Lied. Klingt doch schon mal ganz nice. Hier wurden ganz schön viele hingerichtet. Und direkt nebendran ein Propagandaplakat, ist ja super. Kann ich die drehen? Nö. Aber ich kann blinden. Irgendwie brauch's ein bisschen. Noch ungefähr 200 Meter. Ich höre doch schon wieder so ein Adler. Ich hoffe mal, der macht uns nichts. Triff dich mit Raiju, Yu, Blue, was auch immer. Und hier scheint...
Schalljamag los, ne? Ist ein guter Mann. Er mag nur keine Idioten. Aber wenn man ihn erstmal besser kennt. Okay, aber tu mir einen Gefallen, ja? Verrat keinem, was ich gerade gesagt habe. Jo, auch schön dich zu sehen. Das Kloster sieht ja schon ganz nice aus. Aber irgendwie überhaupt kein Loot. Was ist denn das für ein Saftladen hier? Hab ich alles schon? Heieiei. Namaste. Hi. Muss es doch irgendwas Cooles geben noch. Sei gegrüßt, AJ. Ja, ja. So, hier ein bisschen bimmeln. Oh. Namaste. Ich habe sehr viel Respekt, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Wie zurück? Ich war noch nie hier. Sieht aber schon ganz lustig aus, was sie hier gemacht haben. Mal, der betet mit am Feuer. Naja, dann gehen wir mal hier rein und sehen mal, was uns hier erwartet. Ah, der Sohn des großen Moha. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Banashur, Gott der Götter, erschuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte. Nimm dir einen Opferkorb. Ja, Hauptsache ich muss nichts selbst machen. Irgendwas von mir aus opfern. Vollende die Schalljammer-Pilgerreise, oh Gott, oh Gott. Erklärst du mir auch, was genau ich jetzt tun soll? Oder soll ich einfach nur hier durch die Gegend marschieren? Die Götter segnen dich. Eine Karte erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft erwächst, seine Grenzen zu überschreiten. Aha. Bitteschön. Aha. Die Götter segnen uns mit Weisheit. Und wir sammeln sie in den Gebetsmühlen, um uns von den schlechten Gedanken zu säubern. Drehe die Mühlen. Jo, Mühle drehen. Und vor allem wie liebevoll, wie ich die gedreht habe. Mal so kurz angestummt und gut ist. Ein Leben ohne Emotionen ist kein Leben. Doch eines, das von Emotionen kontrolliert wird, wird davon verschlungen. Füge das Pulver hinzu. Jo, Drogen. Das Leben ist so zart und flüchtig wie der Hauch eines süßen Duftes. Der Weihrauch symbolisiert unsere Sterblichkeit. Das war's schon. Also eine Pilgerreise habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Die Daten, die du beschafft hast, diese Karte, sie zeigt das Kloster. Die Armee wird jeden Augenblick deine Position angreifen. Bleib drin. Die Armee wird gleich angreifen. War ja klar. Finde ich gut. Also, nicht, dass jetzt ein Kloster angegriffen wird, sondern dass so ein bisschen Action dazu kommt. Weil ich so ein Shooter-King bin. Das ist C4. Wo habe ich denn jetzt C4? Nirgends. Bereite dich darauf vor, das Kloster zu verteidigen. Ja, ich hätte vielleicht mal C4 nehmen sollen. AJ, Soldaten kommen.
Bereite dich vor und nimm dir Waffen aus den Kisten. Ja, ich habe die perfekten Waffen schon. Chill mal. So, wie nehme ich jetzt hier das C4 auf eigentlich? Gar nicht. Alles klar. Der kann hier dann irgendwie... Ups. Naja, Drogen vor einem Kampf zu nehmen, soll ja ganz hilfreich sein. Hier, bitteschön. Sie greifen die heiligen Statuen an! Was sind das für Assis? Noch nie was von Religionsfreiheit gehört. Hui. Was für Idioten, die hätten mich einfach totfahren können. So, wo sind die noch? Da oben. Sie wollen die Türen aufsprengen! Oh. Ach, ganz oben. Das ist sehr schön. Ich habe natürlich jetzt keine Raketenwerfer-Muni mehr. Ja, das habe ich ja toll vermasselt jetzt. So, wo sind die anderen hier? Sonst brenne ich mich schon selbst ab. Ich schieß dir mitten ins Gesicht. Hallo, ich verteile die ganze Zeit Kopfschüsse, also sei nice. Wo bist denn du? Hä? Ich werde nicht schlau aus dem und da hinten gibt es nur ein paar Sekunden. Du machst mir keine Angst. Das ist die Royal Army. Du schickst ihn, zerstören die Ikonen. Gescheitert, der Feind hat sein Missionsziel erreicht und ich habe wahrscheinlich den letzten Schuss drauf abgegeben. Und von daher versuche ich erst beim nächsten Mal wieder, ob ich es endlich mal schaffe, den Tempel zu beschützen. Und ja, hat ja bis jetzt sehr gut geklappt, naja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch gern beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss.